Links und rechts, diese Ränder hier, der Rand ist bei mir und der Rand ist auch bei mir. Ich gucke mal, ob wir das Bild noch irgendwie positiv strecken können zu euren Gunsten. Mach Fullscreen, Silas. Kann ich leider nicht. Schöne schwarze Ränder, die mögen wir. Oben ist ein Pixel. Da war überhaupt gar keiner. Okay, gut. Oh. On. Das ist Whitescoop-Pitty-Pots. Mein Gott, SXPTV, da ich ein kleiner Pixelrand. Jetzt leckt mich mit eurem Rand, ganz im Ernst, Alter. So, ich sag 35 Mal, dass ich das nicht ändern will. Wir machen das jetzt trotzdem, weil die Leute unbedingt keinen Rand haben wollen. So. Wir werden unten gleich wieder einen Rand haben. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Friemelarbeit ist. Ja, geil, jetzt haben wir unten nämlich. So, wir lassen das dann jetzt so, weil ich habe keinen Bock auf Ränderdiskussionen. Oben ist ein Rand, unten ist ein Rand, links und rechts sind gerade überall Ränder. Und jetzt den Rand halten. Ja, das ist ein Kinderspiel. Ich will meinen Körper, ich hasse Knochen. Auge fällt raus, ein Kinderspiel, total normal. Es ist sogar Schlimmi. Und die hat den getöteten Kinderspiel. Oh nein. Diverse Insekten fangen an, reges Interesse an meinem Körper zu zeigen. Was? Bottles! Und stretchen. Ja. Kleinen Augenblick, bitte. Das wird euch gefallen. Denn euch glücklich zu machen war meine Aufgabe und sie sei hiermit erfüllt. Muhahaha. Im Hexoland, im Jinjo-Dorf, im gelben Haus, da fehlt nun wieder eine Mickey Maus. Ihre kleine Spielerin. Oh Gott, ich sollte aufhören zu singen, Reim. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Es sind Streams wie diese, die mein Leben bereichern. Hoffen, dass funktionieren. Diese kleinen Diebischen. Sachte, das ist ein Familienspiel. Ich will nie wieder fort. Von hier. Da kannst du machen, was du willst. Ja, dann klopp ich dich doch einfach mal. Wow, was? Aua, warum haust du mich? Das sag ich meiner Mami. Und die erzählt es meinem Papi. What? Oh! Hier kann ich mit ihm... Aha! Lasst uns das dann mal ausprobieren. So, wir machen Mumbo erstmal hübsch. Schön die Augenbrauen. Mach dir die Augenbrauen. Okay, mach noch irgendwie deine Gelenkmuskulatur warm. Und dann zu unserer Frau gehen. Mumbo, nicht willkommen. Sofort gehen. Oder viel Pocahontas großer Ärger bekommen. Ja, gehen wir doch mal in dein lila Launebad. Oh. Mumbo, aus Becken gehen. Wir gehen langsam auf sie zu. Das, was eine Frau sagt, will eventuell genau das Gegenteil. Wo guckt er denn? Mumbo, nicht willkommen. Mumbo, Mumbo. Mann, Mumbo, ist ein Kinderspiel. Boah, der Ball dabei. Oh, ich liebe dich. Ja, okay, du bist ein Böser, alles klar. Habe dich geliebt. Solange, wie du eigentlich noch cool warst. Aber dann wurdest du total blöd. Abgehoben. Hast ein paar Klicks zu viel auf YouTube gehabt und dachtest, du könntest dir alles erlauben auf einmal, nicht wahr? Geldgeiles Arschloch. So, spielen wir weiter. Entschuldigung. Da sind mal Sachen in mir, die müssen manchmal raus, nicht wahr? So, schön. Ist das echt ein Angler? Ach, du Scheiße, Teufel. Angler. Wirst von Fuckfuck. Tolle Nico. Was? Der Fürst von Fuckfuck. Ein Kinderspiel. Ruhe in deinem beunruhigenden, engen Frankfurt zu hören. Bis hierhin war es echt ein schöner Stream, Leute. Ich würde auch sagen, war okay. Spaß gemacht. Aber auf einmal, wegen irgendeinem so komischen Typen, der kein Licht im Hintergrund anhat, wird es auf einmal richtig ungemütlich hier. So. Diese Schnellschwimmerei. Wahnsinn. Als Torpedo-U-Boot vielleicht wäre...
Hm, praktischer, aber dann hätten wir nicht so geredet. Wir hätten als Torpedo-U-Boot dann geredet. Unten. Ich sehe rein gar nichts. Er hat weiterhin seine 6 Leben. So, ich gucke den Chat, ist mir zu doof. Entschuldigung. Ah, er hat die Beulenpest. Ich habe überall gegen seinen Körper schon gezielt. Wollt ihr mir sagen, er hat irgendetwas am Körper, was ich treffen muss, was ich bisher noch nicht getroffen habe? Obwohl ich überall gegen geschossen habe? Das wollt ihr mir jetzt nicht... Okay, mal gucken. Ihr habt natürlich recht, ganz bestimmt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr doof seid. Ja, er hat die Beulenpest. So. Rein da. Das da ist eine Beule. Meine. Das ist zum Glück so einfach für Kinder, die so viel Geduld mitbringen, wenn es für mich schon total einfach ist. Du kannst doch nicht ein Kind da hinsetzen, keine Beschreibung des Gegners geben, einen auf einen grünen Gegner grüne Beulen machen, die man natürlich nicht sieht zu der damaligen 3D-Zeit, und dem Kind dann sagen, mach mal. Ohne Erklärung. Der Kampf gegen Lord Fuckfuck macht seinen Namen alle Ehre. Also wirklich so. Oh nein. Und in eine Blase. Ich sehe das kommen. 1. Wie viele macht er denn? 2. Noch eine, nicht wahr? Nein. Bitte. Stirb. Es klingt nach Tod und Verderben. Oh, danke. Ein Kinderspiel. Wenn der Fisch tot ist, schwimmt er übrigens auf den Rücken, Kinder. Tomate. Tomate mit Zwiebeln und Pfeffer und Salz. Muah. Naja, ich finde ja halt diese Leute am witzigsten, die sagen, wie kannst du so ein altes Spiel gut finden, wenn es doch GTA 5 gibt? Hatten wir doch einmal hier einen. Denn GTA 5 ist das beste Spiel der Welt. Und das war, als GTA 5 noch nicht mal draußen war, noch nicht mal für Konsole. Und dann so, okay, warum ist es denn das Beste? Weil alles, was ich gelesen habe, war das Beste. So, oh cool. Badabum, badamächtig, bumm. Oh, I'm a motherfucking T-Rex, T-Rex. Alter, ist das geil, Alter. Oh. Oh mein Gott. Oh, Cheaty Cheeto. Das habe ich gerade nicht gesagt. Jeder, der jetzt gerade zugehört hat und sich an den Kopf gefasst hat wegen meiner sehr, sehr offenen Blödheit, entschuldigt bitte. Ich habe nicht Cheaty Cheeto gesagt. Das ist ungefähr, als würde man sagen, Bittchen, hab dich Liebchen, Dankchen, es ist Süßchen von Dirchen, hab dich Liebchen, Küsschen auf Nüsschen. Ich hasse sowas, Entschuldigung. Brüll, 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 brüll. Ah, ich darf also nicht von unten schon mal dagegen springen. Alles klar, wenn der Fuß steht, macht der Fuß auch Schaden. Okay, okay, okay. Ja, das wird schön, wird das. Oh, so sammle ich Scheiße ein. Das wurde mir nicht erklärt, du doofes Spiel. Entschuldigung. Das ist, als würde ich irgendwie durch einen Türschlitz spannern. Wenn die Freundin meiner großen Schwester gerade da ist und dann so. Oh. Tut mir leid, so viele Sachen, die mir da gerade einfallen, die ich aber noch nicht sagen kann. Entschuldig bitte. Okay, komm, wir spielen. Halt die Fresse, Max. Blaue sind. Oh, 3 Punkte, grüne 2 und rote 1. Kenne ich ja gar nicht. Ich würde ganz gerne wissen, wozu eine der witzigsten Fähigkeiten im Spiel gut ist. Zumindest rein audial. Oh. Entschuldigt aber bitte. Warum macht der das? Es tut mir leid, aber wenn ich... Ich glaube, wenn ich mal irgendwie minimal schlechte Laune haben sollte, schmeiße ich das Spiel ein und mache die Fähigkeit 5-mal. Wie findest du Banjo-Tooie bis jetzt? Ich liebe es. Das ist so schlimm. Ich freue mich wirklich wie ein... Gott. Das ist so niedlich. Nee, wirklich. Ich freue mich wie ein Gott, dieses Spiel spielen zu dürfen mit euch. Ha, 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 ha. Ich war auch gerade ein bisschen verwirrt, weil Brüste in meinem Zimmer waren. Sabidubida!
Das wird schön. Okay, ich mag's. Uah, Schraube. Ich bin ansonsten wirklich kein großer Freund von Pupssachen und so, aber das... Einfach neben der Musik. Er schreit so wunderschön. Alles klar. Oh ja, dich könnte ich jetzt in der Tat... Nein! Kapuze! Es gibt ein Delay-Intervall, weil ich von hier nach Luxemburg spiele, das Kabel. Banjo-Kazooie auf hart. Entschuldigt. Jetzt bin ich wirklich leicht entzündlich. Sei es doch. Ein geschnappte Leberwurst, du. So. Kurz Gegner zu besiegen. Ach Gott, ich roll natürlich in ihn rein. Formidabel. So, danke. Ach Gott. Wie schön. So, jetzt. Nein, was mach ich denn? Ich passt. Max! Uiuiuiuiui. War zum Glück überhaupt nicht knapp. Ah! So, ich möchte einmal bitte die Eier der Genugtuung mir erschleichen. Dankeschön. Wo ist es denn? Eieia, Popeia, Popa. Ja, er wird wieder in die Mitte gehen. Wir stellen uns hier in die Ecke. Gleich kommen die Schüsse. Wuhui! Oh, wie schön die Geräusche aus dem ersten Teil. Rein. Jawohl. Ich liebe diese Kamera übrigens. Hallo. Ja. Da. Dann einmal jetzt hier lang. Ich möchte nur zum Levelausgang. Was ist denn mit dir? Warum ist er schwarz? Bist du ein besonders seltener gerade? What the fuck? Komm, wir bringen ganz schnell diesen Schwarzen um. Okay, er hat wieder Farbe bekommen. Kommentare, die ich eventuell nicht von mir geben sollte. Einmal nach oben. Einmal probieren, ob wir hier mit ihr in das... Will das... Moment, also bitte. Ernsthaft? Das ist einfach nur... Das ist Schwachsinn. Da lobe ich mir dann doch nicht die N64-Zeit, weil das ist Bullshit. Wenn das Spiel einfach sagt, nein, da kannst du aber nicht durch, dann regt mich ja sowas minimal auf. Aber ich bin ja einer, der sowieso gerne meckert. Und wir haben den 7. schwarzen, entflohenen Sträflings-Jinjo. Das freut mich. Zentralhöhle. Oh Gott, Max, Pitt! Wow. Oh, war das schlecht. Bewegen wir uns erstmal hier oben vorsichtig weiter. Und vielleicht gibt es hier etwas, was ich noch entdecken kann. Das sieht mir jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht danach aus. Nein. Ah, nein! Ja, geil! Die fliegt an mir vorbei und greift mich nicht an. Ich denke so, Mensch, das ist eine Wespe, die nichts gegen mich hat. Und dann wird die aggro! So, komm mal her, du aggro. Wer ist denn hier der beste Mann im Stall, ne? Ich möchte was pro... Oh Gott! Fick dich! Komm schon, fick dich! Willst du? Dababababab. Mach ab! Spring herauf und drück Arsch! Oh Gott, nein! Oh nein! Ich bin viel zu lange wach für sowas. Was habe ich? Ich habe ein Klick per Minute, also ich habe ein KPM von... Ich glaube 56 oder sowas. 56 würde ich sagen. Wir uns erstmal das Puzzle. Nein! Ich wollte das nur, okay. 180 Stunden wach, ist mir doch egal. Jetzt aber, wir stehen auf für die Kacke. Komm her, in der Hose, ist mir scheißegal. Boah! Ich drück diese Scheiße hier. Aber im Stehen geht es wesentlich besser. Oh, da tut es auch nicht so weh, weil alles quasi herunterhängt. Das könnt ihr jetzt verstehen, wie ihr wollt, okay? Oh! So. Ich mache 7 Klicks pro Sekunde. Pro Minute, ich meinte natürlich pro Minute, Entschuldigung. Brrr. Ich bring dich um, Karamellerklabautermann, Fipsi. Ja! Wir schaffen das. Ich glaube, sie hat schon aufgegeben, die ist irgendwo gestorben. Im Hintergrund. Ah! Meine Finger. Aber es ist gut, wenn alles runterhängt, dann geht das einfacher.
Bitte, viele, viele Bilder. Nein, das sieht falsch aus wie so... Oh, Kacke! Das fällt mir jetzt erst auf. Ich setze mich mal wieder hin. Entschuldigung. Entschuldigt bitte vielmals. Das war mir definitiv nicht bewusst. Ich bin jetzt 100 Jahre weit weg vom Bildschirm. Oh Gott, Clarabella ist hinter mir. Schneller! Und wir haben gleich gewonnen. Ja. Boah. Geschafft! Das war eine ziemlich geile Sache. Was ist das hier? Warum leuchtet das? Das sieht merkwürdig aus. Das ist übrigens Banjos Nase. Dem eifrigen Beobachter, der kurz über dieses Bild schaut, könnte eventuell eine andere Assoziation kommen. Und das ist ein Hund. Das ist der Wahnsinn. Wuff, Bell, Wow, Bell, Clef, Bell, 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 Wuff, Wuff. Entschuldigung. Was haben wir hier? Oh, ich liebe solche Schattenbilder. Das ist ein Beduinenmönch, wie er am Go-Tisch sitzt und auf seinen Spielepartner wartet, auf der linken Seite, der leider nicht erscheint. So, lande gut. Lande gut, lande gut. Nein! Genau auf den... Nein! Sie ist gut gelandet, kann man ihr nicht nehmen. Au! Oh, dieser Knochen. Hier unten sehe ich ein kleines Löchelein. Alles klar. Wenn... Nee, Fräulein, dich habe ich anfliegen gesehen. Einmal klappt das. Zweimal nein. Okay. Nein, die... Warum kommst du denn... Genau! Das ist... Genau! Das ist so eine Scheißwelt, was das betrifft. Ah! Gleich habe ich dich weggelutscht. Bitte was? Bitte was hast du? Ah, er lutscht! Die Zunge! What the fuck, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Springen! Tausch! Das. Oh! Bibel, Bubel, Babbel! Piff! Hahaha! Verreck, du Schneck! Die Zunge! Ist die Idee genial? Mein Mann, Georg, wurde von einem Windstoß mitgerissen. Glaube ja nicht, dass du dieses Männchen hier bekommst. Hä? Dein Mann, Georg, ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Mein Mann, Georg, wurde von einem Windstoß... Hä? Ja, einfach nicht die Wahrheit akzeptieren. Das ist auch okay. So. Was, du? Hast doch gerade die ganze Zeit aufgehört. Du willst mich. Nicht wirklich. Oh mein. Was habe ich getan? Sehr witzig. Ja, er leckt auch, oder? Lass mich mal probieren. Der eine, ich werde dich tot lecken. Und der jetzt hier. Lass mich. Oh, der ist schneller. Der ist schneller als sein kleiner. Kackidi. Ja, als sein kleiner blöder Bruder. Der ist ein bisschen besser. Und das ist die letzte, die uns noch zur Verfügung steht. Okay. Ich bin nicht runtergefallen. Oh, ich danke dir, Spiel. Erik Eis. Aufhören, ich will keine Pizza mehr. Lass mich raten, die roten... Das ist, ja, die roten ein Punkt, die grünen zwei Punkte, die blauen drei Punkte. Ist ja komplett neu. Lose. So, wenn sie vorbeifliegen. Ne? Wo? Achso, kann ich hier selber fliegen? Hör auf! Na dann, hab ich natürlich ein bisschen zu spät mitbekommen. Mein Fehler. Wir zerknallen hier einfach die ganze Welt, würde ich sagen. Und gucken mal, ob wir irgendwie so Punkte bekommen. Ich glaube aber, so ein unstetes Herumballern ist jetzt, ja, wie wir schon merken, nicht unbedingt das Klügste, was der kleine, dicke Herr Max Popax machen könnte. Du kannst auch eine Blu-ray-Disc sehen. Ich kann auch eine Blu-ray-Disc mir angucken. Ich leg sie aber lieber in den Player und guck mir dann an, was auf der Disc ist. Gott, ich schäme mich manchmal sehr für mich selber. Entschuldigt bitte.
Kleinen Moment. Wow, waren wir da unten schon mal? Ah, ich habe meine Hand gebrochen. Alles okay. Oh, Blasemund. Ich möchte kunterbunt in deinen Mund. Dankeschön. Das ist außerdem schon wieder sowas. Diese Sachen, die von... diese Sachen, die von außen klein sind, aber von innen riesig. Weil wir sind ja nur in einen Fisch hineingegangen. Sieht das geil aus. Ist gerade im Spiel gar keine Musik? Ist jetzt ein bisschen gruselig, oder? Wir haben diesen Blick auf diesen langen... Kommt mir gerade alles vor wie in einem Horrorfilm. Keine Musik im Spiel. Vor uns nur ein dunkler Gang. Wir gehen langsam darauf zu. Wir schleichen ins Dunkel. So wie ich Pineview Drive spielen würde. Diesen Moment unterbrochen hat Shioba 2510. Shioba 2510. Ich danke dir sehr. Willkommen in unserem herrlichen Mopsgeschwader. Meine Reime sind cool, oh yeah. Lassen wir dies stille. Man könnte eine Mücke pupsen hören. Wir schleichen uns Richtung Ausgang. Ich habe Angst. Spooky. Musik, Musik, Musik. Ich dusche jetzt morgen nochmal. Warum lese ich denn? Warum gucke ich denn in den Chat? Mit einer Nachricht wie ich dusche jetzt mal. Oh, von mir halt Inhaltsgehalt genauso gut wie mein Popel ist gewaltig. Das ist der Move, der ihm vieles ermöglichen wird. Jetzt hör auf. Das ist auf. Nein. Kack meinen Po. So, das macht gerade Spaß mit mir, nicht wahr? Schön. So? Hi Funk, hi UNSC Desanter. Mann. Ich hatte heute leider das, was du am Montag hattest. Oh mein Gott! Ich lese den Chat jetzt nicht mehr. Die Roten geben einen Punkt, die Grünen zwei Punkte. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh mein Gott, ich kann gerade nicht beschreiben, wie sehr ich dich dafür hasse. Wehe, es kommt nochmal so ein Minispiel, wo mir nochmal erklärt wird, wie viele Punkte doch die einzelnen Sachen geben, weil wer hätte das gedacht? Wie lange bis heute? Wie lange bis heute? Was? Chris Maker. Naja, ich würde mal sagen, noch 3 Minuten bis jetzt. Also wir sind schon kurz vor heute. Auf jeden Fall, Chris Maker. Max, ich mag das Spiel nicht. Hat für mich keinen Unterhaltungsfaktor. Aha. Tja, fick dich. Jetzt hab ich's gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt. Und wenn, dann meinte ich das nicht ernst. Löse die Schrauben mit dem Bohr. Verdammt, wo war denn... Ich dachte, hier wäre das gewesen. La! Uiuiui. Ah, Max. Was mach ich denn? Dann war das draußen. Hier oben war... Da, genau, da war das Schild, welches ich gesucht habe. Wir haben Fortschritt, 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 haben Fortschritt, 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 haben Durst. Keine Batterie zur Verfügung? Such doch mal A. Über dem Ein- bzw. Ausgang der Welt. Haben wir schon. In der zweiten Etage, bewacht von Druiden. Haben wir schon. In der zweiten Etage, nahe der Tür zum Elektromagnetraum. In der dritten Etage, nahe Mumbus Schädelhaus. Okay, Punkt 1. Moment, na, Mumbo Schädelhaus? Ich bin jetzt komplett ratlos. Wir haben die am Level-Eingang. Jawohl. Ich würde sagen, wir haben die an Mumbus Schädel. Weil das ist in der Nähe von Mumbus Schädel und das war genau da, wo wir waren und ja. Also, ich suche hier gerade eine Stunde lang. Eine Stunde lang suche ich hier rum und ja. Wo ist die Batterie? Du findest die, oh mein Gott, glaub mir, lenk dich nur ab. Sowas regt mir am meisten auf, solche Kommentare. Entschuldigung, ich meine das nicht böse. Aber dann auch noch zu Caps locken. Entschuldigung, guck mal, Schildkröte. Wie gesagt, ich meine das nicht böse, aber es ist gerade echt der falsche Zeitpunkt dafür. Der falscheste aller falschen Zeitpunkte.
above the entrance of the level. Tyrese, willst du mich eigentlich verarschen? Keinen Chat mehr lesen. Hier drüben, die haben wir schon. Das war das Erste. Oh mein Gott, diese Wut, diese unbändige Wut. Oh. Das war das Erste, wo ich hingegangen bin und wo ich gesagt habe, die Batterie da drüben haben wir schon lange. Was bist denn jetzt so, Sven? So, es ist schön, ich freue mich wie nie. Ich hab die Batterie und ich freue mich wie nie. Schnippidippidi, fick dich ins Knie. Jetzt diesen Schalter finden. Oh Mann, Kacke. Oh, das regt mich gerade so auf mit diesem einen verdammten Schalter. Oh mein Gott, das hätte ich nie entdeckt. Das hätte ich nie entdeckt. Auch wenn ich den Weedy hasse, liebe ich ihn. Ich hasse, liebe Weedy. Willst du mich verarschen? Ich bin gerade so kurz davor, etwas wegzuwerfen. Okay. Ja, ja. Fick dich! Hast du den Schalter nicht schon gedrückt? Anders kann ich mir nicht erklären. Ach ja, guten Abend. Wow. Ich habe so ein paar richtig fiese Typen bei mir hier im Chat. Andere Leute müssen mir zum Teil auch... Ah, mein Auge zuckt. Oh mein Gott. Ja. Genau. Wow. Was für ein Rucksack. Was für ein Spiel. Was für ein Scheiß. Wir sind richtig gelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, wir suchen jetzt erstmal. Ich fange ganz unten an zu suchen. Nein. Ach, hör auf. Du Speck. Mir geht es auf einmal um so viele Ionen Jahre besser. Ist das schön. Wirst du The Witcher 3 spielen? Endlich fragt mal jemand. Nein, werde ich nicht. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granaten eintreffen? Wie kein Herz. Was? Was? Was spiele ich hier für ein Spiel? Oh. War der Witz gerade? Hey, ich habe schon 3 Kinder. Kannst du mein 4. bitte umbringen? War das gerade der Witz im Spiel? Im Ernst? Heilige Scheiße. Das Spiel ist sowas von krank. Meine Mama schaut zu und schaut mich ganz merkwürdig an. Ich muss dir erst einmal erklären, was du da machst und was es für einen Sinn hat. Meine liebe Kleine, wie hast du das erklärt? Weil ich selber würde keinen Sinn erkennen in dem, was ich hier mache. Ich laufe in der Gegend rum und probiere, Puzzleteile zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir suchen ja Puzzleteile, die sogenannten Puzzlos. Ich habe ihr gesagt, dass du für uns Möpse da... Warum machst du es noch schlimmer? Dass du für uns Möpse da bist und uns aufmunterst und wir dich und das, was wir eine riesengroße... Was? Und wir dich und dass wir eine riesengroße Familie sind und dass du mich schon oft aufgemuntert hast. Okay. Mein lieber Kleine, das ist... Okay, das ist schön. Überfordert den alten Mann noch nicht. Makita, genauso sehe ich das auch. Lass mich einfach machen. Ich weiß doch, was ich hier tue. Ich spiele doch Spiele nicht zum ersten Mal. Auch wenn es danach aussieht. Ah, können wir einfach runterrennen? Ich glaube ja. Wie eine Treppe benutzt. So laufe ich übrigens immer Treppen. Ah! Aber was hat sich ver... Kazui, jetzt viel böser Drache. Verguckeln viele Feinde. Hör auf. Springen in Becken. Das... Oh Mann.
Wie geil. Was zum Ficken? Ernsthaft? Das ist geil. Wieso ist der Vogel grün? Gelini, nicht aufgepasst, meine schöne kleine Zuckermotte. Es liegt daran, dass wir das Mega-Globo gefunden haben. Teilen wir uns auf. Oh Gott, mal gucken. Brügel! Klingt gruselig irgendwie. Oh Gott. Kazui! Oh Gott, tu mir das nicht an, kleine Schlafmotte. Dann wird er einmal rüber. So. Gab's hier ein Kazui-Feld? Das ist das Banjo-Feld. Ich will allerdings nur auf das Kazui-Feld. Das ist ein bisschen böser. Wir müssen keine mehr von euch einsammeln. So. Das ist nochmal ein Banjo-Kazui-Feld. Hatten wir nicht nur ein einzelnes Kazui-Feld? Ach so, ja, hier. Na, ganz klar. Sieht so eine fertige Gesamtübersicht aus? Sieht sie so aus? Das ist kompletter Schwachsinn. Was hat Chito das Zauberbuch verloren? Seine Seiten. Seine Seiten? Nicht schlecht. Bottles? Ja! So. Beenden wir Banjo-Tooie. Schweren Herzens. Hack One, großer, grässlicher Grubengräber. Schöner Name. Ah, naja, man lernt ein bisschen später dazu. Oh, fuck. Ich hab genau jetzt geblinzelt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, mein Gott. Dauert zum Glück nicht lange und ist spannend wie Eichhörnchen. Ah, ja. Achso. An welche Zahl denke ich gerade? Wow, 2. Ich hatte recht. Ich krieg da Ekelpickel. So, ganz schnell das bisschen Leben aufsammeln. Popel, danke. Wir warten jetzt hier lieber genau darauf. Shit, das war so dämlich. Es war so dämlich von mir. Ja, natürlich, 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 natürlich. Was? Ich keinen Bock auf die Scheiße. Ist das ein behinderter Fick-mich-Kampf? Ich hab wirklich so wenig. Giftgas, Albers. Mein Hauch von Sinn fliegt in der Luft, wie ich das liebe. Ja, natürlich ist die Steuerung wieder... Ja, natürlich kann sie aber schon schießen. Bitte. Das war's, oder? Das war's. Okay, ihr Dummköpfe. Bekommt jetzt den größten meiner grässlichsten Fluch. Mein größten, dessen ich fähig bin zu spüren. Leistet eurem Freund Bottles Gesellschaft. Ihr werdet euch noch wünschen, ihr hättet euch nie mit Gruntilda Winky Bunyan angelegt. Gruntilda Winky Bunyan. Winky Bunyan? Ist das dein Nachname? Nein, natürlich nicht. Ich verklage euch, wenn ihr das weitererzählt. Wie du wünschst, Winky. Sterbt! Nein. Oh nein! Der Fluch! Ich habe ihn fallen gelassen. Hab ich's geschafft, bitte? Schafft ihn schnell weg, bevor er... Und jetzt müssen wir gegen eine üble Form von ihr antreten. Oh mein Gott! Ein Kinderspiel! Ein Spiel für Kinder. Guck mal, eine Leiche. Guck mal, wir spielen damit. Oh mein Gott. Nimm dies, Schrapnelle. Das viel Spaß ein. Mumbo, korrekt. Habe nun 3 Bälle. Schieß sie rüber zu mir. Das. Wow. Wow. Ups. Da kullert ein Hexenauge. Und da ihre linke Titte. The fucking end.
Boah, ich hab's geschafft.